Töchter wollen keine großen Messer. Zumindest eine nicht. Irgendwas für die Handtasche. Ich habe mal so ein Stückchen Metall gefunden. Vielleicht kann man daraus was machen. Schauen wir mal. So, die Klinge ist soweit schon mal im grünen Bereich. Ist auf 600er hochpoliert. Mit Sandpapier. Und das wird das Griffholz werden. Ja, ganz grob habe ich das Holz schon mal gesägt und ausgefräst. So, alles schon mal für den Griff und die Messerscheide vorbereitet. So, ganz grob, die Verklebung ist fertig. Die Einzelteile stehen auch schon parat für die Weiterverarbeitung. Okay, das Griffstück, das Holz, das habe ich jetzt mit 600 Schmirgelpapier fein geschliffen. Das sollte dann erstmal reichen. Und danach wird das dann gebeizt mit einer dunklen Beize, Nussbaum oder Teak, muss ich mal schauen. Von Clou, da gibt es dann Pulver, so ein Trockenpulver, das setzt man mit Wasser an und dann wird da sowas draus. Ja, und danach, nach dem Trocknen, dann halt nochmal mit Leinöl, Firnis, damit das Holz ein bisschen geschützt wird. Und fertig.